Hat da richtig Leistung hier heute da. Erzähl. Was willst du hören? Keine Ahnung, irgendwas. Ist immer witzig bei dir hier. Ja, generell immer witzig. Nee, also ich fand es dieses Jahr viel mehr Menschen, coole Leute, auch unter der Woche vor allem für mich viel, viel besser. Mhm. Komisch, eigentlich Wochenende voller. Aber unter der Woche hast du Zeit zu reden, zu quatschen mit den Leuten. Weißt du, das Feedback und so ist mega. Hast du wieder alle Tage voll durchgezogen? Ja? Voll. Ganz oder gar nicht. So, was hast du autosmäßig mitgebracht? Wir waren ja gerade erst bei dir. Der, außer der Maserati, ne? Der war in dem Moment nicht da, ne? Als wir bei dir waren, ne? Da war draußen standen. Wir waren ja nicht draußen, ja. Ja, aber dein ganzen Auto ist da. Eigentlich musst du ja vom Gockel mal was hinstellen. Ja, normal, ja. Aber muss der Renner erst schwarz lackiert werden? Normal, ja. Aber schwarzes Auto, meine Felgen, dann geht's. Ich weiß. Aber das wäre mal ein geiles Revival so. Ja. Auf einmal hier einen Renner hinstellst. Du machst Technik, ich mach Optik. Ich hab dir gesagt, du nimmst Felge von dir auf meinen Renner und dann kannst du die Karre mitnehmen. So, so. Aber das muss man aber lackieren noch. Ich sage, der Untergang wäre, wenn du ein lauffähiges Auto hinstellst, weil du würdest das Ding ja ständig anreißen. Ich dachte, der wird hier durchfahren. Ja, deswegen, ja. Ständig anreißen. War das auch tatsächlich so? War das so? Ja, ey, und es ist sofort die Hölle los, wenn hier einer jetzt mittlerweile ein normales Auto anmacht. Also wirklich nichts hier so VR mit Launch, sondern einfach nur, ja. Da reicht schon ein Serien-VR-Sauger, so ungefähr, bumm, stehen da 100 Leute drauf. Ja, ja. Das heißt, wenn man hier mal ein Auto zünden würde, das würde, glaube ich, auch der Messer eigentlich mal ganz gut tun. Ja, darfst du das offiziell eigentlich? Ja, eigentlich nicht, aber solange du ein bisschen aufpasst, dass hier nicht gleich irgendwie zwei Kinder irgendwie hörgeschädigt sind, geht das schon. Ein bisschen aufpassen, aber sonst geht es eigentlich. Ja, ja, kann man schon machen. Zwei gelbe Karten darfst du haben, glaube ich. Ah, ja. Und dann die rote und so ungefähr. Ja. Also eher gibt es eher Ärger, wenn du es so lange machst, dass ein Nachbar es nervig findet. Ja. Das ist was anderes wie, ich glaube. Ja. Deswegen, ja. 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 So verrückt bin ich nun auch wieder nicht. Ja. Nö, meine Autos laufen leider nie, deswegen kann ich nicht anmachen. Oh. Aber wird mal. So kann ich gar nicht hier in Bedrohung erst kommen. Aber nächstes Jahr. Aber meine BMW könnten wir mal anmachen, der läuft immerhin. Aber auch, aber der ist zu leise, da kommt nichts raus. Der Grüne läuft noch, der Dreier läuft noch. Ja, da, ja, müssten wir in die Halle nebenan gehen. Ja. Hatte ich auch. Stimmt, der steht ja woanders. Der steht bei Wielers, ja, bei Wielers. Da ist allerdings jetzt so Alu-Auspuff drunter, das ist halt so richtig laut da, ne? Kennst du ja. Das ist doch eh nicht dein Stand, machst du. Ja, egal, ne? Eigentlich scheiße, ne? Könnten wir morgen eigentlich wirklich mal machen. Aber jetzt, also Alu-Auspuff sowieso bei dir, bei der Limmer, da muss brutal. Ja, ja. So. Der VR klingt noch ein bisschen assiger, weil der ja so diese Frequenzen noch mit drin hat, ne? Das ist kernig. Ja, es klingt so, klingt wie, ah, weiß ich nicht, gar nicht so, kann man gar nicht so beschreiben. Okay, also zufrieden. Also nächstes Jahr mit Gockel auf dem Stand und VR Turbo und dann. Also mit Gockel ja gerne, aber ich weiß es nicht. Nächstes Jahr gucken wir mal. Ich finde es aber auf jeden Fall cool, dass überhaupt wieder so viele Leute schon mal dran kommen. Weil ich hatte persönlich Angst, dass gar nicht erst so viele Leute kommen. Das hatte ich so ein bisschen. Als Aussteller meinst du? Nee, also als Besucher. Ach so. Das doch. Aber Besucher waren schon gut jetzt. Ja, war gut, war richtig gut. Also ich glaube, war mehr als letztes Jahr, glaube ich. Ja, letztes Jahr sowieso. Ja, aber schon stark letztes Jahr, ne? Ich fand schon. Aber ich fand es wirklich gut. Also unter der Woche war eher immer manchmal so lau. Ja. Aber die Woche hatten wir relativ viel zu tun. Okay. Wir ziehen mal weiter, weil nebenan soll so ein 45 km/h Auto stehen, wo sie einen 1.8T reingehangen haben. Okay. Ein kleines Ding. So ein eckiges Ding da. Ja, ein ganz kleines Auto, eigentlich so ein Dreirad, aber mit einem 1.8T drin. Ja, mal gucken. Gucken, ob das mit Zulassung ist. Schauen wir mal. Achso, wir haben noch gar keine Anmoderation fürs Video, ne? Bitte? Noch gar keine Anmoderation fürs Video, ne? Nee. Uns ist gerade eingefallen, es gibt noch gar keine Anmoderation für das Video. Deswegen herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das waren gerade Mutlu und Turbo Gockel. Wenn die beiden zusammen den Stand nächstes Jahr machen, dann ist hier auf jeden Fall vorbei. Weil Gockel ist auf jeden Fall noch so ein alter Hase, der wird sich das nicht nehmen lassen und wird auf jeden Fall die ganze Zeit die Kisten durchzünden. Aber das wäre geil. So, nächstes Video. Im letzten Video waren wir ja schon hinten in Halle 3, jetzt geht es mal hier in Richtung Halle 7 und 8 und wir gucken einfach mal, was es hier so gibt. So, wir gehen mal zu unserer YouTuber-Fraktion hier. Ja.
Ah, hier wird Hallo. Schon wieder Bier getrunken. Ja? Na toll. Grüß dich. Ah, das war uns vollkommen normal am Stand. Ganz seriös, der Chef trinkt jetzt mal Bier. Achso, ja, du brauchst nicht Hallo sagen. Hallo. Hi. Ganze Kamera fällt schon fast runter. Und? So, erste Mal Messe hier, oder wie? Ja, für uns ist das erste Mal Aussteller. Ich bin auch das erste Mal komplett vorbeigelaufen, weil ich habe irgendwie in dem Moment gar nicht so realisiert, mit gerechnet, wie auch immer. Ne? Ja. So, bis dann so beamt man wieder zurückgeht. Ah, jetzt macht's Klick, warum die ganzen Autos gestellt. Ne? Hast du schon durchgeschaut? Nee. Nicht? Ich bin gerade das erste Mal tatsächlich, ich war 2 Tage zu Hause, gestern wiedergekommen und jetzt so ein bisschen am Gucken, ein bisschen am Filmen und so weiter. Ne? Sollen wir mal durchschauen? Der Papa habe ich schon einmal getroffen. Ja? Oben in der Lounge, da war er. In der Lounge, natürlich, aber die ganze Zeit. Hast du schon gesehen? Am Mittagessen. Das Video war das, wo ich gesagt habe, oder du hast mich ja gefragt bei dem Video, wie sieht es aus mit Neuentwicklungen? Mhm. N52. Mhm. Wir haben so viele Anfragen bekommen, jetzt haben wir es gemacht. Ah, sehr gut. Also hier steht es, N52 Kompressor Kit. M52 für mich, nicht als BMW-Experte, ist dieser typische Nordpol N52. Genau. Das ist der 3er E90 im 1er, also 1,30. Dieser typische 330 Motor, der. Genau, richtig. Also 7000 Umdrehungen mit Kompressor, macht Spaß. Was kommt leistungsmäßig dabei raus? So 330, 340 PS. Mit TÜV wollen wir es wieder anbieten. Soll jetzt am ersten Quartal, zweiten Quartal auf den Markt kommen. Sehr schön. Ja, kommt hier unten dann auch gleich so eine Einspritzung rein für Wassereinspritzung. Also wir fahren wieder ohne Ladeluftkühler. Mhm. Dann wird hier ein kleiner Stopfen drin sein, den kann man dann rausmachen und kann gleich die Wassereinspritzung reinmachen. Ja, Das machen wir mit einem M54 immer öfter und haben so gute Ergebnisse erzielt. Deswegen machen wir es auch. Thema Kompressor, also nach wie vor gängiges Thema immer noch. Ja. Haben die Leute Bock drauf? Voll. Vollgas. Also das ist jetzt der T6, den wir auch beim S55 verwenden, den du ja schon gefahren bist. Fahren hier so um die 0,5 Bar Ladedruck. Ja, ich hätte ja immer noch ein Auto, vielleicht müssen wir da irgendwann noch mal was verbauen. Den haben wir leider nicht dabei, den Motor. Wir haben alle dabei, aber das Auto war voll, ich habe nichts mehr reingekriegt. So, du weißt ja gar nicht, welchen Motor ich meine, oder? Ach so, nee, ich dachte jetzt, du meinst den ich meine. Nee, ich meine hier meinen RS4, den V8. Ach so. Ja. Weil würden so viele kaufen, weil diese Autos mit diesen 420 PS gelten halt als schwach. War ich jetzt mal vorsichtig. Wenn man da so ein bisschen nachhilft und das Ding dann irgendwie 480, 500, 550 hat, ne? Das ist ja kein Problem, ja. Wäre es, glaube ich, schon geil. Geht auch mehr, ne? Also das ist ja der Vergleichsmotor V8 von BMW, S65, mit 420 angegeben, streuen ja alle nach unten. Ich weiß nicht, wie beim V8 von Audi ist. Ja, streuen dezent sehr nach unten. Ja, auch. Die haben, glaube ich, alle mehr angeben müssen, weil Mercedes so viel hatte damals. Eben sogar darüber gesprochen, über Audi und was da interessant wäre. Ja. So, und es wäre das gleiche Kit, passt bei jedem R8 dann? Ja, das jetzt nicht. Ja, das ist der gleiche V8-Motor. Also dieser Audi-Motor ist sowohl in den RS4, RS5, R8 und so weiter. Ne? Ich habe mit so vielen Leuten schon gesprochen, die sagen, ich muss das machen. Das, ich kann mir nichts erteilen. Das ist ein übelst beliebtes Auto, auch gerade im Ausland, weil alleine nur von dem RS4 B7 gab es, ich glaube, 12.000, 14.000 Stück oder so. Ne? Ja. Und es ist halt in jedem Land das Gleiche, dass die alle ein bisschen schwach auf der Brust sind. Ne? Und da würde so ein Kompressor schon... Und die Kits, die es dafür zu kaufen gibt, sind halt alle nicht German Engineering, sondern das ist halt mehr so Ami-Zeugs und so weiter. Die sind wahrscheinlich viel teurer. Noch, ja. Und teurer auch. Ja, mit Schraubenkompressor wahrscheinlich und das, sowas. Das günstigste Kit fängt, glaube ich, an so bei 10.000, 15.000 oder so. Ach krass. Ja. England, PES gibt es. Prima, schon besser. Ja. Also kommt natürlich immer auf die Leistung drauf an. Man muss ja irgendwann mal Kraftstoffversorgung, Motor machen und sowas. Aber das kriegen wir schon hin. Geil. Wenn du da mit dabei bist. Haben wir ja schon mal ein Projekt für nächstes Jahr gemacht. Nächstes Jahr werden wir neue Mitarbeiter für ihn machen. Dann macht das vielleicht. Ja, ich suche echt neue Mitarbeiter. Dann können viel geile. Ey, wir haben vor 5 Minuten bei Mutlo darüber gesprochen, dass so wenig Leute das Auto anreißen ungefähr. Ja. Ne? Und das einfach, ich finde, es fehlt einfach. Also jetzt nicht so, dass man gestört wird davon, aber so ein bisschen gehört einfach mit dazu, oder? Weil das ist ein VR hier wieder. Das Auto erkenne ich doch. Ja, das ist doch Seele VR. Und vorne schon alle gesehen, oder? Wir wollten gerade mal gucken hier. Also gut, über den muss der Marius, glaube ich, reden. Da kann der Marius mehr sagen als ich. Das ist ja der Marius, der RBB. Ja, was soll ich jetzt fragen? 997 RWB, Midnight Purple und der einzige in Europa. Umgebaut in Japan. Die Farbe, war der Original oder du wolltest die Farbe dann lang? Nee, der war diese Standard Porsche Schwarz Metallic. War der. Und ich wollte die haben. Also ich habe wirklich, weil du weißt ja heutzutage, viele trauen sich ja immer nicht irgendwas aus dem Kopf auszuprobieren. Und ich habe mir auch viele andere RWBs angeschaut, aber irgendwie dachte ich mir so, weil RWB vereint ja irgendwie so dieses deutsche Porsche-Ding mit so einem JDM. Da dachte ich mir, okay, weil die Farbe ist eigentlich so die JDM-Farbe. Oder vielleicht, manche würden auch sagen Midnight Purple 2 oder 3, aber ich glaube, hier passt so ein bisschen. Wie ist der Typ so drauf?
Der Nakai. Also, ich muss echt sagen, man kennt ihn ja immer so grimmig aus den Videos und so am Rauchen und so, aber in echt ist der voll der lustige, nette Typ. Also, das denkt man gar nicht. Und ist das ein Unterschied, ob er das woanders macht oder bei sich macht? Weil ich kenne das so, in einer heimischen Werkstatt schraubst immer geiler als irgendwo anders, aber der macht das überall, ne? Der hat ja selbst auf Messen schon die Kisten breit gemacht. Ja, daheim ist er wahrscheinlich entspannter. Also der Lukas meinte auch zu mir, dass er auch schon bei Kunden was verglichen hat aus Kanada und so, dass die Qualität auch wohl besser wäre in Japan. Ich kann es ja schlecht beurteilen, aber er ist wohl entspannter, hat auch zumindest kein Jetlag. Ich finde es von der Qualität echt nicht schlecht. Das hier ist eine Dichtung, ja, ne? Nein. Der ist mit der Hand gemacht. Das ist auch alles in Hand? Das ist schon, kann auch per Hand sein. Nein, ist per Hand, siehst du, wie es abgeklebt ist. Ja, krass. Ja, sie macht wirklich alles per Hand selber, man glaubt es gar nicht. Also manche Sachen sind, hat er beim Laminierer und macht die, aber zum Beispiel den Teil habe ich auch gesehen, wie er den selbst dort laminiert hat. Also ist wirklich so richtig handmade, deswegen, wenn du die Kids rausbringst, genau, dann sieben, wie er rausgekommen ist, wir hatten noch nicht dieses Granat gehabt, noch nicht unten die Lippe und noch nicht den Heckspoiler, nur diese Verbreiterung und der entwickelt das so über die Jahre hinweg, immer Stück für Stück weiter. Das heißt, deswegen, die Kids Neues wachsen auch mit der Zeit. Genau, deswegen, wenn was Neues rauskommt, nicht direkt kaufen, erstmal lieber warten, bis er ein bisschen weitermacht. Sagt er aber auch selber. Wie viel ist das Ding jetzt breiter? Weiß ich gar nicht, aber das ist nur die kleinere Variante. Die kleinere? Die gibt es auch noch in Royal, nennt er das, glaube ich. Und dann ist die noch weiter, aber ich fand es nicht so schön, weil dann wird das so gerade runter. Krass. Ja, weil 5, 8 cm sind das locker, ne? Ja, bestimmt, du siehst, der ist breiter wie der Außenspiegel. Jetzt. Ja. Muss man dafür eine Carrera 2 oder Carrera 4 Basis nehmen? Oder scheißegal, geht beides. Weil der macht auch Turbo. Der hat extra so ein Teil, was hier so reinkommt beim Turbo. Also der macht alles. Er ist selbst, ne, flexibel. Er selbst hat einen GT3 RS zersägt. Ja. Also der hat sogar jetzt, vom Lukas will er jetzt einen GT2 abkaufen, will den zersägen. Also der Typ scheut vor gar nichts. Ja, voll, ich habe das bei dir in dem Video gesehen, auch so, der lackiert die Kisten da ja auch bei sich in dieser Werkstatt und so. Ja, drin, genau, ne? Die haben so ein Rauszieh-Zelt. Das ziehen die so raus und dann hat er einen Lackierer, der ist halt, also der ist nicht angestellt, der arbeitet glaube ich so einfach auf Dienstleistungen. Der macht die Autos dann hinter fertig. Finde ich Wahnsinn, weißt du, weil wenn du das normalerweise zeigen würdest, würde jeder denken, Hinterhoffuscher so ungefähr, ne? Ja, aber bei ihm ist so weltweit der. Auch wie du siehst, wie er das so macht, der Breitbautyp, diesen Klebeband, was die da drüber hauen. Doofe Frage, die man ungern stellt, wie willst du das mit Thema Zulassung jetzt machen in Deutschland? Gibt's da schon einen Plan für? Ich weiß, wie viel müsstest du fragen? Oder gibt es, weil da bist du der Experte in Sachen Importen, das Ding wurde jetzt ja da umgebaut. Ist das dann ein Unterschied, wenn man das umgebaut importiert hier rüberbringt? Ja, weil normalerweise, wenn du so ein Auto importierst, und wir haben ja kein deutsches Fahrzeug. Das heißt, du musst so oder so eine 21er machen. Das heißt, bei einer 21er musst du direkt, nicht wie bei uns ist ja normal TÜV, und machst dann Eintragung extra. Hier musst du alles auf einmal eintragen dann. Mhm. Sonst klappt das nicht. Das heißt, du brauchst dann Materialgutachten auf jeden Fall fürs Bodykit. Felgen ist auch ein Thema, ist eine Spezialanfertigung. Also ist doch schon so krass, dass sie dann auch für alles so, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, das war halt in Japan so. Nee, du hast ein Datenblatt vom TÜV, was du dir holst für die 21er und dann musst du halt alles andere extra liefern. Also ich meine, er hat jetzt ein HLS-Fahrwerk drin, da gibt es natürlich ein Gutachten dafür, aber der Rest nicht. Deswegen, also ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, weil das Auto kam 2 Tage vor der Messe an, dann zum Aufbereiter und direkt hierher. Ja. Verstehe. Also okay. Geil, dass es geklappt hat, aber klar, TÜV ist ein Thema. Das heißt, das wird jetzt das nächste Thema. Ja, oder halt im Ausland anmelden. Oder mal gucken, da gibt es ja so ein paar Möglichkeiten. Macht japanisches Kennzeichen ran, fällt nicht auf. Hat ja vorne schon eins dran, aber hinten brauche ich noch eins. Bei dem japanischen Kennzeichen könnte man noch nicht mal sehen, ob das Ding überhaupt angemeldet ist, so ungefähr. Doch, ne? doch, siehst du, weil ich kann es mal zeigen. Die japanischen Kennzeichen sind alle verplombt. Und wenn du die abmontierst, bohren die dieses Loch hier raus. Weil hier ist so eine fette Verplumpung normalerweise drauf, wo der festgeschraubt ist. Ach krass. Das, damit du die eben nicht wechseln kannst. Die haben ja keine Aufkleber wie TÜV oder sowas bei uns. Das heißt, da kommt da bei der Zulassungsstelle einer raus und macht dir das fest, wenn die das. Jung, was es nicht alles gibt, ne? Ja, die andere Länder läuft es anders, ja. Ja, also wenn ihr auf jeden Fall sehen wollt, wir machen euch eine Infokarte rein, wie das Ding hier zersägt wurde, müsst ihr bei ihm auf dem YouTube-Channel. Ich habe sogar einen Kotflügel selbst zersägt, ne? Den da vorne. Hat er gesagt, hat passiert? Sieht man das jetzt oder? Nee, man sieht nur, wenn man so reingucken wird, die Klimaanleitung hat so ein paar Kratzer bekommen von mir, aber... Ja. Was soll's. War das die Seite, wo dann das nicht geworden ist? Nee, der Nakai hat auf der anderen Seite reingesägt in den Wischwasserbehälter, dann ist unten rausgelaufen. Ach hier, mit Deckel, ja krass. Ja, der hat auch ganz du müsstest mal sehen, wie der aufgeht. Müsst ihr aber den Schlüssel überholen. Das ist ganz komisch, hat so einen Mechanismus gebaut, wie man den so mit so einem Ast, wie man das hält und so. Aber es sonst gar nicht aufgeht, ne? Ja, genau. So, wo ist hier unser YouTuber-Kollege? Ja, der kommt erst am Sonntag. Sonntag erst? Ja, Zalukon ist Sonntag wieder. Ach so. Er ist die ganze Zeit unterwegs. Ist hier am Monokompressor? Ich hätte schwören können, ich habe gelesen, dass er meint, dass er heute den ganzen Tag da ist. Aber nee, Sonntag. Sonntag. Er hat geschrieben, Sonntag ist er den ganzen Tag morgen? Da. Nee, Sonntag ist er den ganzen Tag da. Kannst am Sonntag ja gerne. Ja, dass das Auto noch mal ein Kompressor-Kit bekommen hat, ne? Ist eigentlich Wahnsinn, ne? Ja, so viel. Weil ich glaube, es gibt kein Auto mit einer höheren Leidensgeschichte laut YouTube als dieser M5.
und dann auf so ein Ding noch einen Kompressor drauf schmeißen. Ja, ja, von er versucht ihn die ganze Zeit zu überreden, auch das ich? Hier reinzumachen. Ich meine, ja, gar nicht. Die ganze Zeit so, ja, mit Zalo, man könnte doch auch noch rein. Hier ist doch schon, hier ist doch schon Platz. Für alle V10, ein Kompressor, zwei Kompressoren. Ja, wir haben hier einen Monokompressor, wir haben hier 650 PS ungefähr und es reicht halt ein Kompressor. Das würde halt alles in die Höhe schießen von den Kosten, wenn man hier einen Bikompressor hat. Bikompressor ist halt ab über 700 PS bis zu über 1000 PS möglich. Deswegen haben wir einen Monokompressor. Aber es sieht schon so aus, es wird hier was fehlen. Ne? Ja, vor allem, ich bin ja auch so ein Symmetrie-Junkie. Ne? Ich würde aus Symmetriezwecken natürlich einen zweiten Lader daneben hängen. Ja, da geht halt natürlich von der Luftmasse auch einiges. Ne? Was du da machen kannst, dann leichter. Klingt das soundmäßig anders oder hört man keinen Unterschied? Doch, es klingt aggressiver. Man hört schon. Also natürlich hat man mehr Luft auch und dann geht auch mehr Luft durch den Ausbruch und du kennst es ja, wenn die mehr Leistung haben. Mehr Leistung ist natürlich auch mehr Sound irgendwo dann. Was ist das Maximum, was ihr mit so einem Bikompressor schon mal gemacht habt? Maximum waren wir bei 1000, über 1000. Aber dann nicht mehr auf Serie? Nee, komplett ab 700 musst du den Motor machen. Also nicht nur Motor, auch SMG versagt irgendwann mal. Ja. Und wir haben dann aber auch die Motorhaube mit Ram-Air-Effekte gemacht und sowas. Also, wenn ihr so einen Bikompressor auf den Audi V8 macht, dann seid ihr wirklich Chef im Ring. Das glaube ich, ja. Weil, Alter, wenn du die Haube aufreißt bei einem RS4 und das auf einmal so aussieht, das wäre wirklich... Und wie viel hält der so aus? Also auf dem Stockblock? Also, ich habe meinen ausgebaut bei 393.000 Kilometer. Ja. Wirklich, hat nur ein bisschen Öl verbraucht, fertig. Und man hört ganz wenig davon, dass sie kaputt gehen. Weil wenn sie kaputt gehen, nur Alublock, die Beschichtung löst sich. Echt? Das ist das Einzige, ne? Aber sonst so in Richtung Lagerschäden, was BMW oft hat, ja, oder so. Das alles gar keine Probleme. Und Injektoren läuft auch nicht. Nee, gar nicht. Krass. Hat keine Geräusche, macht gar nichts, weil nur Ölverbrauch. War nur Ölverbrauch und das war's. Echt krass. Deswegen. Ja, da drüben halt noch. Ja, also das heißt, wann soll ich Auto bringen? Wegen dem Audi. Wir sind leider nächstes Jahr. Bring auch Mitarbeiter mit, musst du mir nur sagen, was ja, dann, ist los. Dann ist kein Problem. Da waren wir gerade stehen geblieben. Wenn du Mitarbeiter hast, dann komm gleich das heißt, nächste Woche. Ihr sucht noch Konstrukteure oder was braucht er? Ja, Entwicklung. Okay, habt ihr eine E-Mail, wo die sich, wenn er bewerben soll? Karriere@infinitas-automotive.com. Einfach auf die Homepage schauen. Wenn wir mehr Manpower haben, gute Leute, die für Automobil brennen, ist mir immer wichtig. Dann können wir auch mehr bewegen und geilere Produkte und neue Produkte das auf heißt, den Markt bringen. Ingenieure, die Bock haben, solche Kids für Autos zu entwickeln? Ja, auch Werkstudenten. Also muss gar nicht ein fertiger Ingenieur sein. Wir bringen den Leuten auch viel bei, sodass sie natürlich unsere Produkte sich auskennen. Ist auch kein Problem. Weil Alter, so ein Ding in dem V8. Ja. Oder auch im R8 wäre das halt auch von der Optik her Chef. Ja, mit der orangenen Ansaugung. Ja, weil dann würdest du es halt alles so sehen, das wäre schon. Ja. Also da wollen wir uns auf jeden Fall hinbewegen. Ein bisschen markenoffener, Kompressorsysteme. Vor allem beim R8 müsstest du... egal, machen wir irgendwann anders. Ja, hier, erzähl mal hier. Das ist ja das Kit, was wir bei euch gesehen hatten, oder nicht? Genau, ja. Wo wir noch Probe gefahren waren mit Kompressor und Turbo. Ja, und seitdem haben wir nicht mehr wirklich weitergemacht mit der Entwicklung. Wir sind immer noch bei 600 PS. Weil wir N52 machen mussten, die haben uns die Bude eingerannt. Mhm. Alle Leute, wir brauchen ein Kit wirklich. Wir kriegen wöchentlich 2-3 E-Mails. Die wollen das Kit kaufen. Immer von unterschiedlichen Leuten hier alleine schon mit 20 Leuten gesprochen. Also ist ein Riesenmarkt. Ja, glaube ich. Auch hier auf dem Track auch ganz viele. Ja. So, weil es ist halt gegenüber, keine Ahnung, so ein Auto kostet die Hälfte wie ein M3 wahrscheinlich. Ja. So in dem Dreh, ja. Ne? Und da gibt es halt schon viele, die sowas gerne fahren. Wesentlich weniger. Der M3 E90 ungefähr liegen wir ja schon bei, je nach Zustand, 40.000 bis 50.000. Und den 330i kriegst du ja schon einen guten bei 10.000, 12.000. Geht bei 10 los. Ja, also ein Drittel. Dann haust du einen Kompressor drauf für ca. 4.500 und hast dann 330 PS. Würdest du sagen, das Kit, so wie es da ist, ist auch rennstreckentauglich? Man muss in der Rennstrecke immer Kühlung machen. Also Ölkühlung. Aber das ist alles. Sonst meinst du schon, ist kein Problem, ja. Drehzahl? Ja, auf jeden Fall. Okay, da weiß ich auf jeden Fall, wem ich erstmal gleich mitteilen werde. Weil der fährt nämlich genau so ein Auto in E90, ja. 330. Ja. Richtig schnell auf der Nordschleife, der klagt halt immer zu wenig Leistung. Er muss halt die Wassereinspritzung auf jeden Fall machen und Ölkühlung, dann soll es kein Problem sein. Ja. Und hier sind wir immer noch, wie gehabt, dabei das ganze Video drüber. Und der neue S58 M4. Steht für die Optik hier. Nee, wir haben tatsächlich schon über 800 PS bei denen gemacht mit 98 Oktan. Mit Upgrade-Ladern, Forecuts raus, OPF raus und würde... War bei denen nicht noch gerade noch das Problem, dass sie eigentlich noch gar keiner tunen konnte? Dass sie die Steuergeräte noch gar nicht so lange offen waren? Geht jetzt schon seit ungefähr einem Jahr. Ah, krass. Also seit einem Jahr sind wir drin, haben auch schon einige von denen gemacht. Der hat jetzt um die 720 PS, da sind einfach nur OPF raus, Software gemacht. Mhm. Und die haben echt Potenzial nach oben. Wir können auch mit TÜV das Ganze anbieten, 720 PS. Wäre auch kein Problem. Mhm.
sind wir auch recht stark im Chip-Tuning, was das Ganze angeht. Schon viel TÜV. Ja, ja, TÜV ist den deutschen Leuten natürlich wichtig. Bis jetzt war es immer ohne TÜV. Letzte Frage an euch beiden, Resümee. Essen Motor Show, zufrieden, happy, gut? Ja, also bis jetzt zufrieden. Viel Nachfrage, viel connected mit Leuten. Und man sieht natürlich an mich als Unternehmer, interessiert natürlich danach auch die Abschlüsse, wie viele Abschlüsse kommen raus. Aber war eine geile Zeit auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Macht immer mehr Spaß. Ne? Also ich sage auch immer, unabhängig davon, natürlich muss ich so eine Messe irgendwo auch finanzieren am Ende, weil es ist ja nicht nur eine Spaßveranstaltung. Die Zeit, die man hier so 10 Tage hat, ist einfach immer mehr geil. Ne? Weil man hat sonst nie die Ruhe, so viele Leute zu treffen, sich mit denen zu unterhalten und so weiter. Bei dir, wie war es bei dir? War gut. War voll. Ist halt immer Wahnsinn, wie die Leute so diese Projekte verschlingen im Internet und dann herkommen und du siehst ganz genau, sie kennen jede Schraube, jedes Detail, wissen ganz genau, wie wo was war und so weiter. Ja, schaut aber bei dir auch Hammer aus, ne? Mit dem Audi. Steht er da, ne? Der Audi wieder mit der Carbon-Cross-Set. Oh, das ist auch immer das Coole, dass du die Zuschauer mal auch mal ein paar Leute in echt treffen, dass man denen mal kurz quatschen und die wirklich auch mal in echtes sehen können. Deswegen. Ja. Weil ganz viele denken halt auch immer, die Autos können nicht so perfekt sein, wie wir sie tatsächlich in den Videos darstellen. Meistens ist es aber, sie sind leider noch besser. Also, du steckst ja so viel Liebe so, in das ist wirklich Autos, noch so, weil wir machen das wirklich aus reiner Leidenschaft. Da ist kein Druck hinter, einfach nur Bock zu haben. Mhm. Und der eine, wenn man Typ Mensch ist, der sich sagt, mir ist die Zeit und der Aufwand egal, ich will es einfach nur geil haben, dann baut man das automatisch immer so. Ne? Ja, ja, mit super viel Herzblut dabei und das merkt man bei dir vor allem. So ein Pendant ist, ne? So, ne, alle haben beim Arbeit gesagt, bist du wahnsinnig, du, das Ding ist für die Rennstrecke gebaut, warum baust du den so geil? Ganz einfach, ein Jahr später sieht das Ding immer noch genauso geil aus, obwohl ich ihn genauso auf der Rennstrecke benutzt habe. Warum dann nicht einmal geil und schön bauen? Weil der bleibt ja schon für immer geil und schön. Hast du nicht Angst, dass sich zerlegt? Na, scheißegal, dann muss halt mal wieder neu lackieren. Ne? Ich meine jetzt so Sachen wie Motorraum, Innenraum. Natürlich kann man das alles so dahin schmeißen, ne? Aber man kann es halt auch einmal geil bauen. Ich freue mich jedes Mal wieder drüber, auf dieses Alcantara-Armatur immer zu gucken, so in Fußraum zu gucken, alles schön auslackiert zu haben. Ja, nicht stimmt. Irgendwie so hier Kabel, da Kabel und so weiter. Ich finde es aber geil. Nee, die Optik spielt immer mit rein. Deswegen. Und man schraubt doch gleich viel lieber dann. Ja, vielen Dank für eure Zeit. Ja, wir ziehen mal weiter, gucken, was hier noch so geht. Viel Spaß euch noch. Wir müssen noch ein Bier zusammen trinken. Ja, können wir machen. Ciao. So, aber die Essen Motor Show wäre ja nicht die Essen Motor Show, wenn es einfach hier wild wäre. Wir gucken dieses Jahr so ein bisschen, dass wir euch nicht immer das Gleiche zeigen, sondern wir suchen schon auch mal so richtig wilde Umbauten. Weil amerikanische Messen, SEMA, man sieht an jeder Ecke wild, breit, kann niemals TÜV haben. Aber das gibt es hier genauso und das zeigen wir euch jetzt mal. Moin. Ich fühle mich geehrt. Hi. Ich habe gerade gesagt, wir versuchen so ein bisschen zu zeigen, dass Essen Motor Show in gewisser Weise schon ähnlich ist wie eine SEMA oder so. Dass es halt nicht nur Felgenfahrer Folie ist hier, sondern es halt auch mal ein paar Projekte gibt, die ein bisschen wilder sind. So, genau. Ne? Und als ich das gerade gehört habe, das müssen wir uns. Also vom Grundsatz her sind wir ja zuständig für Jugendlichen. Ne? Wir betreiben Fahrzeuge für 15-Jährige mit einem Rollerführerschein. Da haben wir uns mal gedacht, dass wir mal ein spezielles Teil bauen. Das war die Basis. Jetzt muss ich mich erstmal zurechtfinden. Warte mal, das ist was anderes, ne, als das. Das sind zwei verschiedene Hersteller. Das sind zwei verschiedene Autos, wollte ich gerade sagen. Ja. Genau. Okay, und da geht es gleich drüber und das war die Basis. Das ist die Basis. Und das Ding kann man mit 15 fahren? Ja, mit dem Rollerführerschein. Setz dich mal rein. Ist leider noch nicht so ganz bekannt. Ach krass. Aber ist eine gute Alternative zum Roller. Aber film mir mal um. Pass auf, setz dich mal rein hier. Komm mal auf die andere Seite. So, wenn ich überlege, als ich 15 war. Hatten wir nicht. Und du bist mit der Mofa durch die Gegend gefahren und jetzt, Alter, über so ein Navi würde ich mich heute noch freuen, Alter. Das hat mein Bus bis heute nicht. Schon vollwertiges Auto, ne? Ja. Geil. Okay. Aber ich sehe auch schon natürlich, klar, 20.000 Euro hat man als 15-Jähriger natürlich auch nicht gehabt. Ne? Ist jetzt auch volle Hütte, ne? Also ja. Es gibt auch ein bisschen günstiger, fängt da bei 10,5 an. Volle Hütte beim Auto für einen 15-Jährigen. Das kann ich wieder gut hören. Nee, aber krass, hat sich schon viel getan. Okay, so, darfst du hier aussteigen, Nico? Aber das ist eure Marke? Davon sind wir Importeur gerichtet. Okay, das ist Italien? Wo kommt das her? Italien. Casalini. Geil. Okay. Casalini. So, jetzt habt ihr euch überlegt, die einfache Version, jetzt all in. Einmal alles. All in, bei einer typischen Bierlaune haben wir mal gesagt, okay, wir bauen einfach mal einen 180 hinten rein, wenn der Hersteller uns drauf schenkt. Ja. Er hat es leider gemacht. Ist noch nicht ganz fertig, ist in der Bauphase, aber es funktioniert und fährt. Dann hatten wir das Problem, dass die Räder auf beiden Seiten irgendwie 15 cm rausgeguckt haben und dann haben wir Prior gefragt, ob er uns ein Breitbau zimmert und auch das hat geklappt. Echt? Da hat er für One-of-One Breitbau gemacht? Ja. Boah, das kann der Belzec, das muss man ihm überlassen. Eine einmalige Sache und wirklich geil geworden.
Hat natürlich jetzt keine Zulassung, gar nichts, ist nur für Show hier. Nein, Leichtkraftfahrzeuge dürfen nur 1,50 Meter breit sein. Ah, daran scheitert es, an der 1,50 Meter Grenze. Ja. Sonst hätte der Hersteller gesagt, okay, wir bauen das nach, weil die finden das Modell jetzt schöner wie ihr eigenes. Ja, aber die Räder da in schmaler hinkriegen, meinst du, das geht nicht, dass man das so ein bisschen? Dann fehlt dir der Innenraum wieder, ne? Aber wie breit ist er jetzt gerade? 1,70. Das heißt, das sind schon die 1,50 voll ausgereizt. Ah, okay, verstehe. Also 1,50 und 3 Meter dürfen Leichtkraftfahrzeuge da. Wir mussten natürlich alles selber bauen. Wir haben einfach nur alles rausgeschnitten und haben dann selber alles so zurechtgebracht. Ich guck gerade, das Basisauto ist komplett nur GFK hier, sehe ich. Ja, ne? Genau. Deswegen war es enorm schwierig, irgendwas zu bauen, dass es auch hält. Und dann hier Käfig rein. Genau, auch alles Marke Eigenbau. Vor allem, das ist ja komplett, der ganze Hinterachsrahmen hier hinten ist ja neu drin. Ne? Ja. Wir mussten uns auch ein Fahrwerk anfertigen lassen, da hat uns H&R unterstützt. Ja, die sind ja für Spinnereien, sind die immer gut zu haben. Ja. Vor allem, so wie ich das richtig sehe, ist das ja komplett einfach auch eine Golf-Vorderachse, ne? A3 Basis haben wir gekauft, einen alten, geschlachtet. Hinten eine Vorderachse genommen und vorne natürlich auch. Ah, die Vorderachse ist zusätzlich auch komplett umgebaut. Also das ist jetzt die Vorderachse. Umgedreht nach hinten. Umgedreht nach hinten und vorne haben wir dann auch eine Vorderachse genommen, das war halt die Lenkung. Also die ist nicht umgedreht, die ist genau Fahrtrichtung. Ja, ja. Wie der Motor und so, ne? Ah. Dann haben wir einen Emoblack reingebaut. Ja, fühle ich mich auch gleich heimisch hier mit dem Lenkrad. Sehr gut. Auch vorne in der Spritzwand konnten wir komplett alles von Audi übernehmen, die Pedalerie und so. Schaltknopf, würde ich sagen, ist jetzt nur Optik, ist ganz normal haargeschaltet. Ist noch nicht fertig. Ist immer normal haargeschaltet am Ende, ne? Logischerweise. Ja. Wir haben es nicht geschafft, das Ding wurde erst vor 2 Wochen lackiert. Man macht ja immer alles auf den letzten Drücker. Aber geil, das Ding ist auf jeden Fall, kann ich so schon sagen, so cool, das Ding muss ich auf jeden Fall mal zur Grip ins Fernsehen bringen. Das ist da weiß ich auch schon genau einen Themenvorschlag, wie wir das Ding da passiert. Bis dann sind wir auch fertig. Wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen Details machen. Weil vorne haben wir dann Tank reingebaut und so. Ich sehe mich so mit so einem 45 km/h in die Sendung gerollt kommen. So, aber dann so, nee, das ist nur ein Spaß, eigentlich geht's hier rum. Mhm. Okay. Und Vorderachse, warum komplett umgebaut? Nur wegen Bremse und so weiter? Stabilität auch. Stabilität. Wenn man das Original von unten anguckt, ich glaube, das wird dann auf Rennstrecke auseinanderbrechen. Wie das Teil überhaupt fährt, das ist noch fraglich, weil wir sind es auch nicht gefahren, außer auf dem Hof so ein bisschen. Aber hier stecken doch hunderte Stunden auch schon drin. Ja. Und auch richtig viel Kohle. Und das eigentlich ja auch alles für ein Auto, wo du ein paar Mal irgendwie Flugplätze und ein paar Events hoch runterfahren kannst. Aber wie will man auf sich aufmerksam machen? Ja, ist aber am Ende ist schon der Spaßfaktor, oder? Hat Bock drauf. Ja, perfekt. An einer Ecke hat den richtigen Kumpel, mit dem man zusammen schraubt und dann kommt sowas genau. Beklopptes bei raus. Ne? Dann haben wir uns letztes Jahr auf der Messe die Farbe abgeguckt bei dem Golf 2, der so ein bisschen die Riga-Optik hat. Ja, genau. Der ist sicher nicht hier. Nee, nur der Kumpel mit dem Blauen. Okay. Ich habe zu meinem Lackierer gesagt, ey, ich will die Farbe haben. Und er hat gesagt, ja, keine Ahnung. Sieht aber auch echt, oder? Was hast du? Hat irgendwie was, ne? Ey, wenn ich gerade mir vorstelle, mit 15 damit zur Schule zu fahren, ich glaube. Wir mussten natürlich auch Andreas überreden, dass er einmal so ein Bodykit baut. Weil wir wussten echt nicht, wie wir sonst reden. Ja, vorhin, ich sehe das Ding eher so mit guten Reifen hinten drauf, so einen leichten Wheelie machen. So. Weißt du, wenn du so hinterher fährst, so rum. Ja. Der geht schon vorne hoch, wenn man Gas gibt, ne? Also das ist schon ordentlich. Was wollt ihr leistungsmäßig machen? Serie lassen, oder? Jetzt ist noch Serie, aber wegen der Emoblack kann man natürlich alles machen, ne? Mhm. Jetzt erstmal nur alles übernommen, weil wir wussten gar nicht, ob wir das Projekt überhaupt hinkriegen. Weil ist auch jetzt gerade noch K03-Technik, ne? Ja. Das heißt, nach oben hin ist alles offen. Wild. Einfach nur wild. Also sobald das Ding auf jeden Fall fertig ist, Bescheid sagen, will ich auf jeden Fall eine Runde mitfahren. Ja, machen wir. Weil ich glaube, wenn du da dann irgendwie so 300 PS drin hast, wird das halt... Ich bin allgemein gespannt, wie es das wird. Ich denke, dass wir vorne noch irgendwie Gewichte reinmachen müssen, weil er sonst nicht lenkbar ist, ne? Ist so ein bisschen für mich ein Smart instabil. Weißt du, bei den kleinen Smart-Motoren ist ja so, das Ding fliegt immer auseinander und hier, der ist hier unkaputtbar, wenn du da 300 PS machst. Ladeluft haben wir unter das Auto gelegt, mit einem kleinen Kühler. Ah, stimmt, Ladeluftkühler. Ja. Das heißt, der liegt jetzt unter den Sitzen oder wo ist der? Unter den Sitzen, unterm Auto. Eigentlich wenn wir uns hier nicht beim Aufladen abgerissen hätten. Ah, ich verstehe. Da haben wir gesagt, komm, für den Essener Motorshow, da geht es auch ohne Ladeluftkühler. Da müssen wir auch nochmal dran. Also Schaltung, Ladeluft nochmal kontrollieren und noch ein bisschen Fahrwerk bearbeiten. Und dann ist er eigentlich fahrbar. Natürlich auf eine Gefahr. Wir müssen erstmal gucken, ob was passiert. Ne? Ja, das ist einfach... Wir haben den Grundstahlrahmen, da sind wir auch gut drangegangen, haben es auch verstärkt. Aber so richtig gefahren sind wir noch nicht. Was wiegt so ein Ding? In der Serie? Hm? 450 Kilo dürfen wir. Ah, er gibt auch nach oben in der Limit. Ja. Sonst ist es kein Leichtkraftfahrzeug mehr und dann darfst du mal mit 15 Jahren nicht mehr fahren. 54 Kilo. Wobei andererseits ist ja auch nicht viel dran, ne? Aber das ist komplett einfach eine GFK-Kugel? GFK-Kugel, du hast den Grundstahlrahmen, wo es draufgesetzt wird. Ah, ist das geschraubt, geklebt oder wie ist das? Geklebt und geschraubt.
Aber es ist alles GFK hier. GFK und mit Kunststoff geplankt, so Heckklappe, ja, Türhaut. Ja, Wahnsinn. Okay. Der Franzose baut dann wieder ein bisschen anders. Ne? Die haben dann Alu-Grundkern und mit Kunststoff geplankt. Zwei Sachen, die wir halt leider während der Messe nicht machen können. Ich will auf jeden Fall so ein Ding mal fahren. Der fährt dann Strich 45 oder wie ist das? 45-50. Was für ein Motor ist da drin? Zweizylinder Lombardini-Motor, Diesel. Das heißt, kann man da eigentlich ein bisschen was machen? Ja, kann man. Also ohne großen Aufwand kriegen wir 80-90 hin. Welche Messe auf jeden Fall für euch perfekt sein wird? Sommer PS Days, müsst ihr fertig sein, weil da haben wir so eine schöne Showstrecke. Ja. Da könnt ihr den ganzen Tag mit dem Ding hoch und runter knallen. Aus der Halle raus, durch die Gänge auf die Showstrecke. Da sind wir dabei. 200 Meter geradeaus, Wheelie machen und wieder zurück. Geil. Danke für die Zeit, danke fürs Vorstellen. Danke, ich find's cool. Feier ich. Weitermachen. Das war doch mal ein schöner Abschluss für dieses Video. Ich denke mal, damit haben wir gezeigt. Es ist 18 Uhr, Messe ist vorbei. Tuning gibt es bis heute, das wollten wir euch nur zeigen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Video, mal gucken, wie es weitergeht. Und tschüss.